So, dann sind wir hier wieder da. Und nein, ich bin noch nicht beim Schmied. Ich wollte euch dann erst noch beim Feuerbrand die zwei Leute zeigen, die wir befreit haben. Zum einen ihn hier aus den Untiefen. Well, I see you made it out. Yeah, I made it out safely too. I have my Pyromancy of the Great Swamp, so I can use the magnets with a bit of care. Oh yeah, by the way, I can share my spells with you. I think you have a knack for it. All you need are the materials. I'll be pleased to help you. Unless you find the magics unsavory. So, also er würde uns gerne Pyromantie beibringen, und das wollen wir natürlich gerne annehmen. Oh, really? Well, that's a shame. Achso, ups. It's your choice. Okay. I'm on the fringe. Yeah, I know. Undead or not, that's who I am. I only wish that I could have repaid you somehow. Okay, ich habe jetzt aus Versehen gesagt, dass ich Magie abstoßen finde. Oh, hello there. I'm pleased to see you safe. Oh, and if by chance you've had a change of hearts, I'll be pleased to assist you by sharing my spells. Yeah, wonderful. Yeah, I'm sure that they'll be of some use, some assistance. Here, first take this. A flame from the great swamp. Now you're a fully fledged pyromancer. Well, let's get started right now. So, also ich kann jetzt bei ihm Gegenstände kaufen, und zwar Zauber, unter anderem Blitzschweiß, später für den Drachenboss sehr zu empfehlen. Ansonsten noch Feuerkugel, ganz stark, und Feuerball, nicht so. Verbrennung finde ich jetzt total bescheuert, weil es irgendwie einem nicht so viel bringt. Und Eisenfleisch, wir halten zwar kurzzeitig deutlich mehr aus, aber können uns so gut wie nicht bewegen. Ist eigentlich recht störend. Dementsprechend kaufe ich mir jetzt zurzeit noch nichts. Werde ich dann später machen, wenn ich zum Beispiel den roten Drachen töte. Und dort werde ich Blitzschweiß benötigen. So. Und hier finden wir den anderen Zauberer, den wir aus der Untotenstadt geholt haben. Oh, I regret meeting you under such compromising circumstances. At least we both made it back unscathed. Incidentally, would you care to learn any sorceries? You're clearly talented, and besides, I owe you. Of course, we will require some materials, but I'm happy to teach you some elementary spells. Are you interested? So, von dem lernen wir auch was. Das schön. Splendid. Very well. I am pleased to have a chance to give something back. Well then, let's get started straight away. So, von dem können wir Seenpfeile, schwerer Seenpfeil, großer Seenpfeil, Schutzkontrolle, großer schwerer Seenpfeil, Zauberwaffe, akustischer Köder und Zauberschild kaufen. Von diesen Zaubern selbst habe ich bis jetzt noch keinen benutzt. Hier gibt es noch einen Beschleuniger für Zauber. Und hier verkauft er uns einen Wappenring, der verstärkt unsere Magie, und hier Wappenring, der wiederum die Dauer von den Zaubern verlängert. Kosten deutlich. Und naja, wer gerne mit Magie spielt, kann das hier machen. Ist jetzt nicht so mein Fall. Und nun gut. Dann sehen wir uns wieder beim Schmied. Bis dann. So, also, jetzt sind wir beim Schmied und das Biest da unten habe ich bereits mit Pfeil und Bogen erlegt. Und dann wollen wir mal kurz mit dem Schmied reden. Ah, why, that's a fine ember you have there. I could smith some mighty weapons with one of those. Why not lend it to me? Die Glut, die wir jetzt in den Untiefen gefunden haben, geben wir jetzt ihm und dann können wir plus 5 Waffen verbessern in plus 6 Waffen und ab dort können wir es normal nochmal weiter verbessern bis plus 10. Magnificent! You won't be disappointed. I can hardly wait to get started. Da ich momentan keine Waffe mit plus 5 habe, kann er mir auch keine umwandeln. Das wäre jetzt die Option, um eben die Stufe von plus 5 weiterzuführen. Und dann wollen wir mal natürlich noch den Schlüssel kaufen. Torias Waffen. Keine Angst um die 2000 Seen. Die werden wir ganz, ganz schnell wieder drin haben, sobald wir das Wappen benutzt haben. Wie gesagt, dort gibt es Gegner, die hinterlassen verdammt viele Seen. Und dementsprechend einfach zu farmen.
Der Boss hinterließ übrigens, wie ich damals schon vermutet habe, Dämonen-Titanit und kann halt für Dämonenwaffen aufzuwerten benutzt werden. So. Da seht ihr einen riesen Baum. Die haben so Fernangriffsattacken, aber auch einen Nahkampfangriff. Können einen auch festhalten und nochmal Schaden verursachen. Sind aber relativ schwach und mit ein, zwei Schlägen besiegbar und geben circa 100, je nachdem auf welche Art und Weise ihr sie besiegt, auch mal 121 oder 111. Und sie hinterlassen vor allen Dingen sehr wichtig, wie hier jetzt, Ledermoosklumpen. Die Ledermoosklumpen sind dazu da, um Vergiftungen ja zu heilen. Und rote hinterlassen sie ebenfalls, das ist für Blutungen zu heilen. Und die Ledernen mit Blümchen, um eine besondere Art von Gift zu heilen. So, dann wollen wir jetzt mal weiter. Da kommt einer auf uns zu. Blocken wir mal. Und hauen mal aus den Latschen. Das Fiese an diesen Bäumen ist eigentlich nur, dass sie getarnt eigentlich auf dem Boden schon rumliegen. Hier der. Oder zumindest, ihr seht, der linke, den ich jetzt umgebracht habe, sieht genauso aus wie dieser Busch. Dann gehen wir weiter, kommt der Busch hinaus. Und wir uns attackieren. Also, sind so kleine getarnte Feindeinheiten. So, dann weiter geradeaus. Hier hinter dem Fels finden wir noch einen Gegenstand. So, hier hoch kann man nicht. Dort hinten habt ihr beim Vorbeigehen vielleicht gesehen. Das ist noch ein Gegenstand, den holen wir uns auf anderem Wege. Da kommt man von hier aus jetzt nicht hoch. So, ihr seht diese magische Tür. In diese können wir dieses Artorias-Wappen, was wir eben gekauft haben, einsetzen. Und damit wird sie geöffnet. So, und lässt uns in ein weiteres Waldgebiet. Und in diesem, wie gesagt, gibt es die Gegner. Dort gibt es Geister und normale Menschen, aber zu diesem Part komme ich später. Werde es euch noch kurz zeigen, bevor ich dann auch hier zum Abschluss mich noch hochleveln werde, um dann weiterzukommen. So, dann möchte ich euch noch einen kleinen Trick zeigen. Hier diese Wand seht ihr, schlagt ihr dagegen, verschwindet sie und gibt einen Leuchtfeuerpreis. Sehr zu empfehlen, vor allen Dingen für das Farmen. So, dann wollen wir das Feuer noch entfachen. Und dann geht es doch gleich mal weiter dort drüben. Hier kann man nämlich noch runter. Und dann zu unserer Rechten tut sich jetzt eine kleine Hülle, naja, eher ein kleines Loch auf. Und ihr seht, drei Bäume und ein Gegenstand. So, den haben wir jetzt. Hinterhältig wie sie sind, kommen sie dann erst raus. Und dann hauen wir uns mal um. Wunderbar geklappt. Diese rote, wie gesagt, für Blutungen, lila für Vergiftung. Und dann geht's hier rechts runter an die Nebelwand und hindurch. So, wir gehen jetzt erstmal noch nicht geradeaus weiter, sondern halten uns rechts. Hier seht ihr einen Baum, der quasi so ein bisschen uns den Weg versperrt. Ganz schlicht einfach dagegen klopfen. Und er wird jetzt verschwinden. Der lässt ein paar sehen. Und gibt uns einen schmalen Pfadpreis, den wir jetzt auch runterrennen. Und dort vorne kommen jetzt so ganz komische Gegner. Ist auch nicht, was das sein soll. Frosch mit Krochen gekreuzt irgendwie. So ein bisschen. Und dann geht's hier hinab. Wieder zu solch einem Bäumlein. Das uns den Weg versperren, was wir da nicht haben wollen. Ich glaube, man kann so gut dran vorbei. Ja, aber... Gott, See nehmen wir mit. Sehr schön. So, hier war nix, glaube ich. Nein. Dann... Hier kann man rechts hoch. Allerdings vorsichtig, denn... hier vorne wird sich gleich... einen Gegner auftun. Laufen, laufen, laufen. Hier der liegt erstmal noch flach. Das ist ein Steingolem.
und der haut ordentlich rein. Aber dazu kam er immer. Sehr schön. Beim Weg hinunter kam mir das letzte Mal beim Spielen einer entgegen. Und hier haben wir jetzt einen Wolfsring gefunden. Der Wolfsring, der verstärkt meine Balance. Ihr seht hier rechts den Balancezustand. Das heißt, je stärker ich von einem Gegner getroffen werde, kann ich entweder ins Wanken geraten, mir das Schild weggeschlagen werden oder eben nicht. Und so viel wie ich jetzt glaube ich weiß, je höher dieser Balancewert, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gegner mich dann mal irgendwie aus dem Gleichgewicht bringt. So. Ah, sehen wir. Kommt mir auch wieder einer entgegen. Schnell nach hinten. Drauf. Holzt. Jetzt macht er einen Zauber. Der würde uns verlangsamen, hätte er jetzt noch getroffen. Und dann können wir dem kaum noch ausweichen. Und dann gehen wir hier noch rechts. Und da kommt die Quaggern-Crew oder wie auch immer man sie nennen soll. Eklige Dinger. Ich möchte nicht gerne abgeleckt werden von sowas. Aber gerade Blatt. Sammeln ein, was wir uns zu bieten haben. Grüne Blüte, wenn mich nicht alles täuscht, sind die dazu da, um meine Ausdauerregeneration für kurze Zeit zu erhöhen. Und hier den Gegenstand nehmen wir mit. So, dann war es das auch für den kleinen Abschnitt hier. Dann gehen wir wieder zurück. Von dort aus, wo wir herkamen. Und dort gehen wir dann rechts gleich weiter. So, angekommen, jetzt rechts. Da haben wir wieder einen Steingolem. So, weg ist er. Und dann gehen wir erstmal noch hier geradeaus. Ihr seht den kleinen Baum, der kommt, sobald wir hier wieder raus wollen. Und dort sehen wir noch so ein kleines, ekliges irgendwas. Plündern schnell die Leiche. Und kann man den Baum noch töten? Nein, okay. Und dann hier der Kleine. Geben wir uns noch links herum. Und da vorne ist wieder der nächste Steingolem. Wie immer mit ihrer Verlangsamung. So, da ist nochmal so ein ekliges Vieh. Steingetrümmer ist leider nichts zu finden. Aber da ist wieder einer. Zwei Schläge, sehr schön weg. Hier vorne geht es weiter zum Boss. Den werde ich im nächsten Park dann angehen. Und hier vorne ist eine Falle. Die ist relativ gefährlich. Ein Steingolem und dort hinten ist noch einer. Zwei. Und auf der anderen Seite sind auch noch zwei Büsche, also insgesamt vier Büsche und zwei Steingolems. So kommen wenigstens nur zwei raus. Muss ein bisschen weg, damit ich seinen Lähmungszauber nicht trifft. Also mal ein bisschen zu uns wandern. Komm schon, Großer. Ah, jetzt hat uns sein Zauber doch erwischt. Ist anscheinend eine Aura. Oh, verdammt. Jetzt hat er mich ganz erwischt. Das war jetzt ungünstig. Ich überspringe den Partner dann gerade und sobald ich wieder bei dem bin, zeige ich euch, wie es weitergeht. So, ich habe die kleine Gruppe dann jetzt mal noch zerlegt. Und dann hier finden wir noch die Elite-Ritter-Ausrüstung. Das ist sehr zu empfehlen. Und dann war es das auch schon für den Part. Wir sehen uns dann im nächsten Video und dann werde ich den Boss machen. Bis dann.